Während am Sonntagmorgen in Wiesbaden noch die letzten Vorbereitungen für den Ironman 70.3 liefen, starteten die Athleten um 7.30 Uhr zur 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke. Diese wurde erstmals nicht wie sonst im Schiersteiner Hafen, sondern im Raunheimer Waldsee absolviert. Nach der anschließenden anspruchsvollen Fahrradstrecke über 90 Kilometer lag bereits Andreas Böcherer aus Freiburg in Führung. Er konnte seinen Vorsprung bis ins Ziel verteidigen. Mit der Startnummer 13, Andi Böcherer. Und wir schauen auf die Uhren. Der Kranzplatz weg! Das ist ein Tag! Hochfavorisiert wurde Vorjahressiegerin Yvonne van Vlerken aus den Niederlanden. Leider lief sie die letzten 8 Kilometer mit Wadenkrämpfen und erreichte so nur einen undankbaren, wenn auch respektablen vierten Platz. Insgesamt zählte die fünfte Auflage des Wiesbadener Ironman 70.3 ca. 2500 Profi- und Hobbyathleten im Startfeld. Die Profiwertung der Männer gewann Andreas Böcherer, der mit einer Zeit von 4 Stunden, 8 Minuten, 36 Sekunden sich nun über diese Distanz auch Europameister nennen darf. War er siegessicher? Nee, überhaupt nicht. Also der Philipp Auspalli ist ein fantastischer Läufer und da ist eigentlich kein Vorsprung der Welt groß genug. Der ist brutal schnell und man muss auch erstmal 21 Kilometer selber laufen in den Zügen im Tempo. Es wurde heute einfach brutal hart, aber Gott sei Dank hat es noch erreicht. Karin Thürig aus der Schweiz setzte sich an die Spitze der Frauenwertung und gewann mit souveränem Vorsprung mit einer Zeit von 4 Stunden, 45 Minuten und 47 Sekunden. Sie gratulierte auch den Zweit- und Drittplatzierten Eva Wutti und Natascha Battmann. Das Rennen ist erst nach dem Laufen fertig und da kann immer viel passieren. Also ich bin froh, ich konnte wirklich mein Tempo durchlaufen und hatte keine Krämpfe und von daher bin ich sehr zufrieden. Wie fühlt sich der Titel Europameisterin an? Das ist natürlich ein toller Titel, der fehlt mir noch, von daher bin ich sehr zufrieden. Auch Favoritenausfälle durch Fahrradstürze waren zu beklagen. Doch das Hauptfeld der Hobbyathleten kämpfte weiter um die Ehre des Abschlusses von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen.